Ja, Leute, folgendes. Ne? Am 8.12.2018 hat sich ein gewisser Dennis Ingo Schulz aus Berlin-Reinickendorf, früher wohnte er mal an Windheimweg Nummer 9, jetzt wohnt er offensichtlich an Windheimweg Nummer 8, den vielleicht jetzt auf der Rechnungsadresse, auf der Adresse so drauf, auf der Rechnung bekommen haben, offensichtlich mehrere Stollen bei einer Dresdner Bäckerei online bestellt gehabt. Die Bestellung beläuft sich auf einen Gesamtwert von etwa 44 Euro. Und dieser Herr, ich sage bewusst Herr, hätte mal ein bisschen freundlicher zu diesem Typen, ne, hat dreisterweise seine Rechnung als Rechnungsadresse die Anschrift meines Vaters angegeben. Ich hoffe, dass ihm das Weihnachtsessen dieses Jahr bitter aufstoßen wird. Denn ich sehe nicht ein, und mein Vater sieht auch nicht ein, dass wir für ihn was bezahlen müssen. Und aus diesem Grund haben wir hier heute ein Schreiben am 20.12.2018 aufgesetzt an die Staatsanwaltschaft in Berlin. Und das wird für dich, Dennis, im nächsten Jahr noch einen Nachschlag haben in juristischer Form, dass du dir dieses Jahr mit Stollen auf Kosten meines Vaters den Bauch vollschlagen wolltest. Ne? Merk dir das einmal, das macht man nicht sowas. So. Und in diesem Sinne, euch allen frohe und gesegnete Weihnachten 2018 und guten Rutsch in 2019. Und hoffentlich wird die Staatsanwaltschaft Berlin Herrn Schulz für seinen Weihnachtsschmaus 2018 zur Rechenschaft ziehen. Ich freue mich schon drauf, dich vor Gericht zu sehen, Dennis. Tschüss, bis zum nächsten Video.